Was? Ihr seid auch schon wach. Naja, wir auch, aber erst seit gerade eben. Und wir haben jetzt vor, zum Hotcake-Laden zu gehen, da müssen zu frühstücken. Danach wollen wir irgendwann zum YouTube-Space, aber dann halt erst so gegen 17 Uhr oder so. Was wir in der Zwischenzeit machen, um ehrlich zu sein, absolut noch keine Ahnung. Vielleicht mal Akihabara oder sowas abchecken. Aber euch nehme ich auf jeden Fall mit. Im YouTube Space Tobi und es ist eigentlich sehr geil. Also es gibt ganz viele verschiedene Studios, das habe ich auch gerade schon gefilmt. Und guckt euch mal die Aussicht an. Nachdem wir jetzt bei Google waren, essen wir noch was in einem Restaurant, das uns von einem Google-Typen empfohlen wurde. Wir kannten den Laden nicht und wir wären auch, glaube ich, nie reingegangen oder hätten nie reingefunden. Und Sushi ist schon da. Und ich werde gefilmt. Von da. Und da ist das Sushi. Und das werde ich jetzt essen. Leute, ich bin's wieder, Klimnativ mit dabei. Der Musinativ. Muklimsen. Musen. So, wir sind jetzt hier wieder beim Tempel, der. Ich bin doch nicht weg. Der das. Was ist mit euch? Weißt du, fuck die it. Leute, so, die nerven mich schon wieder. Leute aber stehen da hinten und labern, dass sie loslaufen wollen, 3 Stunden lang, bevor sie dann endlich loslaufen, anstatt einfach loszulaufen, nachdem sie gesagt haben, dass sie loslaufen wollen. Wir waren heute essen in so einem super. Yo, chill. Wir waren heute essen in so einem super lokalen Ding, was uns von einem Google-Mitarbeiter empfohlen wurde, weil wir ja vorher im YouTube-Space waren. Und es war auch cool da, aber irgendwie war es auch seltsam. Es war irgendwie eine ganz strange Atmosphäre, ne? So, die wollten uns nicht so wirklich da haben, habe ich das Gefühl. Also ihr müsst euch auch vorstellen, das hier sind ja jetzt auch schon so ein bisschen Seitenstraßen und sieht alles nicht so einladend aus, aber das war halt insane. Ja, also da wollte man nicht hin, das sah aus wie da, ja, der Müll. Wir sind in diesen Müllhaufen reingesprungen und haben was gegessen und dann müssen wir wieder raus. Ja, und wir mussten 430 Yen, also irgendwie 4 Euro oder so, pro Person. 3,50 Euro pro Person, allein, dass wir da sind. Nur bezahlen. Für den Tisch. Ja, und man musste mindestens pro Person auch eine Mahlzeit bestellen. Es hat zwar eine Sushi-Rolle für 3 Euro gereicht, aber trotzdem. Holy shit, das war echt teuer. Und ich glaube, dass wir das nicht bezahlt hätten, wenn wir japanisch gewesen wären. So sieht's aus. Das ist ein bisschen traurig. Wir müssen kurz gucken, dass wir leider keine Leute crashen. Ja, jetzt müssen wir auch mal gucken, was ist eigentlich mit denen da hinten? Das weißt, kann doch nicht sie sein. Sie labern wahrscheinlich gerade, dass sie hier lang gehen wollen und dann müssen sie wieder entscheiden, wollen wir das wirklich machen? Können wir das mit unserer Ethik vereinbaren, jetzt diesen Weg runter zu laufen? Und das dauert halt. Wir haben halt den Typen auch im Restaurant gar nicht, glaube ich, deswegen genervt, weil wir Deutsche sind, sondern weil wir halt 13 Deutsche waren. Ja, 13. Also viel zu viele und das mögen die Japaner nicht so gerne, wenn du mit einer lauten Gruppe da bist. Deswegen, wenn ihr in Japan seid,
wundert euch nicht. Ich glaube, man muss gar nicht. Brecht lieber in kleine Gruppen auf, anstatt in einer riesigen rumzulaufen. Das ist einfach viel besser. Ja, aber das ist ja generell besser, finde ich. Ja, aber halt besonders in Japan. So, ich sah ja, als wir rausgegangen sind, so eine Gruppe, so eine ganze Firma gefühlt von weißen Leuten. Keine Ahnung, welche Angehörigkeit die hatten. Die werden Spaß in dem Restaurant haben. Ich hoffe, die haben was zu trinken. Komm, wir machen was zu trinken. Da war irgendwas Witziges. Guck mal hier, da, das lächelt. Oh, ich will das Natschan haben. Oh, ja, okay, das ist voll geil. Kann ich mit Dings bezahlen? Ja, du kannst mit dem Tausender bezahlen. So. Ich habe mir Natschan geholt. Ich hoffe, das ist lecker. Ist lächelt. Das ist jetzt live getestet. Bist du der Echte? Ja. Ist das der echte Klim? Ich bin wrong. Oh mein Gott. Wir machen jetzt okay. noch weiter. Hier, live Unboxing von einer japanischen Drinkflasche. Also der Deckel ist grün, aber man kann ihn trotzdem nach links drehen, ne? Ja, und es ist so weiß hier oben und hier ist was drin und das ist alles noch mit Wasser verziert, damit das ansehnlicher aussieht. Und ich probiere es jetzt einfach mal. Ja, warte, da muss man richtig reagieren, ne? Wow, oh Gott, wow. Das hat das dein Leben revolutioniert. Wow, oh, wow. Ich brauche kurz eine Pause. Alter, das riecht richtig süß. Das ist krass, wow. Ist das so süß, wie es riecht? Fuck. Oder will ich es nicht haben. Das ist krass. Noch nie habe ich etwas getrunken, das so geschmeckt hat. Themen. Twerk it, baby, twerk it. Sowas macht man in Japan übrigens auch nicht. Nee, das ist echt verpönt. Dafür kommst du in den Knast, wenn das wer sieht. Ja, aber hat ja keiner gesehen, ne? Außer Klüm. Das habe ich gesehen, in der Tat. Das war natürlich klar, dass der da wieder hinguckt. Wie hieß du nochmal? Klimmernativ? Klimmnativ. Klimmnativ. Malte na Klim. Ah, cool. Cooles Skateboard. Enjoy your day. Hi, ah, YouTube. Ist das so? Hä, der war ja übel nett. Ja, ne? Oh, cool, wie nett die Leute hier sind. Manchmal kannst du einfach ansprechen, die antworten dann. Guck mal. Und weiß nicht, was sie sagen, aber. Das so filmen Leute, die in Snapchat Breitbild machen. Ja, ne? Voll geil. Ich liebe Leute im Snapchat. Ich find Snapchat voll kacke. Das ist einfach.